So, dann machen wir und mal. Die haben sie nicht versklavt, weil sie schwarz sind, nein, weil sie einfach arm dran waren. Volle Kanone! Gut, der erste ist kaputt. Jetzt mache ich auch das Boot. Wir haben sogar mehr zu tun. Also hier, wir müssen gleich sogar weiterspringen. Also wir haben, das ist doch eine interessantere Mission. Also haben wir hier die Aussicht auf, wir kriegen was Schönes. Ich hoffe. 28 Kilometer. Dann machen wir wieder in Reichweite halten, 15 Kilometer und feuerfrei. Und den mache ich auch schon mal direkt aufschalten. Ich kümmere mich dann schon mal auf die. Um ja, ich kümmere mich hier um die kleinen Deppen da. Feuerfrei. Und den da vorne schalten wir auch schon mal. Hat der jetzt hier? Ja, sehr schön. Du musst auch hier zählen, ne? Mit Reichweite und so kannst du den. Ja, habe ich gemacht. So, nee, und da muss man nämlich halt auch drauf achten, weil unterschiedliche Waffen haben natürlich auch unterschiedliche Reichweite. Meine Reichweite ist 15 Kilometer, ich bin jetzt 16 von dem entfernt, das heißt, ich mache mit einem Schuss platt. Meine ist 18. Es ist noch sehr ärgerlich, dass du keinen Salvage Laser hast. Den Skill solltest du dir so eigentlich demnächst mal aneignen. Mach ich. Damit du das auch machen kannst, damit das einfach schneller, besser, cooler geht. 30 Kilometer Debris, aha, da fliege ich doch mal hin. Schon schön da mein Schiff, ne? Du, ich finde das schon super. Ist echt Knorke. Bumsch, 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 bumsch. Ich muss die Musik ein bisschen lauter stellen eigentlich. Ja, wir müssen hier, also das Spiel hat so viele Facetten und das ist einfach so schwer auch zu erklären und das selber zu verstehen. Also man muss sich da echt reinfuchsen. Was leuchtet denn bei dir so? Wir haben ein paar Ansprechpartner, mit denen wir zwischendurch mal reden können. Oder den wir fragen können. Psychiater schon vor allem. 7 Jahre EVE Online Erfahrung. Und ist ja von 2003 das Spiel. Na. Aber mit geiler Grafik trotzdem. Also ja, muss man ja mal denken, ne? Also muss man mal beachten. Also ich habe schlechtere Spiele gesehen. Ja, ich auch. Und auch schlechtere neue Spiele. Ja. Außer Hello Kitty Online. Ja, nein, das ist einfach das beste Spiel, was es auf der ganzen Welt gibt. Aber wirklich. So, besser als GTA. 100 mal besser. Boah, weißt du noch damals, als Hello Kitty Online 2 rauskam, wie schnell die Server down waren, weil alle drauf wollten? Ja. Ah, das waren noch Zeiten. Aber ich habe gemerkt, doch, GTA ist nicht so online, das funktioniert noch nicht so. Also Rockstar hat da ein bisschen verkackt. Also ich habe meine PlayStation ja direkt neben meinem Computer. Und ich habe versucht eben gerade online zu spielen und weil ich was bei Steam nebenbei runtergeladen habe, ist mein Internet einfach mal abgekackt. Also, sobald ich GTA Online gestartet hatte, ist mein Internet zusammengebrochen. Immer dieses unstabile Neuland. Naja, denke ich mir auch nur so. Das ist echt ärgerlich, dass du keinen Dings hast. Hast du das Wrack schon geleert? Der schafft das gerade nicht, der verkackt das gerade ein bisschen. Nee, hast du leer gemacht da oben. Achso, leer sind sie alle, aber ich versuche sie gerade zu salvagen. Ja. Das schlägt. Ach Gott, jetzt erfolgreich. Sauber. Dann mache ich den mal ein bisschen drauf schießen, ne? Ich darf doch. Ja, dann gehen sie kaputt. Ja, lass mich doch, ist doch nichts drin. Vielleicht, wenn ich was salvage. Ja. Ist natürlich ein Argument. Ich halte es trotzdem mal angezielt. Anvisiert. Angezielt, boah. Ach komm, wir fliegen einfach gleich weiter. Das da. Da misst man jetzt einfach mal drauf. Auch nichts drin. Beut. Oh, guck mal. Bumm, hat er gemacht. So, mal mit Salvage-Skills hochskillen. So, von mir aus können wir weiter. Sofort. Sonst mache ich gleich wirklich Schussübungen. Nein! Ich gehe. 400 Meter, Attacke! Mach den Weltraumschrott kaputt! Na, siehst man, jetzt sieht man ja, dass du. Schämst du dich jetzt nicht? Nee. Achso, du greifst gerade was anderes an. Auf 400 Meter triffst du halt schlecht, ne? Das sind 800 Meter, ich habe 17 Kilometer. Wir springen weiter. Check. Warp-Antrieb aktiv. Ach, da vorne bist du schon los. Jetzt bin ich auch unterwegs. So. Oh ja, hier. Oh, wir müssen gleich sogar nochmal weiterspringen. Aber das sind nur Drohnen, gegen die wir kämpfen, also die sind wirklich keine Gefahr. Ja, ich
weiß nur nicht. So, jetzt Feuer. Atomme! Ich krieg die nie nie zu fassen, die scheiß Dinger da, die sind zu schnell. Die werden einmal aufschalten. Wie soll ich denn auf 4000 Meter auf die drauf schießen? Ich bitte euch doch alle. Puff! Hat er Bumm gemacht. Ach komm, draufgeschissen. Meine Güte, ich will auch was tun. Tut mir leid, was haben wir denn hier für Schönes? Batterien. Breeding, oh, das ist schön. Hätte ich beinahe auf dich geschossen. Vielleicht kriegen wir was draus. Wenn du auf mich schießt, ne, schieße ich zurück. Oh, das wäre lustig. Aber das kommt nicht so gut im Highsec, dann wirst du direkt knick-knack und bumm, ne? Ja. Da vorne. Ich will irgendwo mal hier öffnen, weil ich will irgendwo was Tolles rausholen. Ich häng mich hinter dich. Mach dem Ding keinen Schaden. Okay, das können wir anscheinend nicht zerstören oder so. Gönne ich mir mein Schlückchen. Nein, wir springen weiter durch das Tor. Oh, wie schade. Au! Na komm. Na komm, ich muss erstmal hier. Wo haben wir es da? Tor aktivieren. Ist schon cool, wenn ich so unter dir fliege, ne? Also ist schon da, also, ne? Voll der Staffelflug. Aber voll, du. Müsst noch ungefähr gleichzeitig springen. Doch, könnte hinkommen. Siehst du auch mal was von der Action? Kommst du nicht immer nur dann, wenn ich alles schon tot gemacht habe? Yay. Sag mir, wenn du alle kaputt gemacht hast, dann hab ich keine Angst mehr hinzukommen. Aha. Jetzt gib Stoff! Jetzt komm ich auch und gib Stoff! Ich bin schon wieder so langsam. Mein Schiff ist voll das Schlechte. Das ist viel besser. Wo, Da ist! Oh, da ist der Chef. Ziel aufschalten. In Reichweite halten. 15 oh, ja, Kilometer. Und? Aber der Dachi-Chief. Lass mal irgendwas überfahren. Ich bin dabei, ich muss nur... Du kannst auch ranzoomen, ne? Du kannst auch hier Betrachten machen, genau. Und das mach ich jetzt sieht auch. Schon ganz cool aus, ne? Sein Flieger. Sieht ja aus wie ein Segelboot, meine Güte. Ja, das sind halt die Minmatar, das ist also deren Stil mit ihren Projektilwaffen. Ja, Projektilwaffen sind eigentlich die geilsten von allen, aber... Aber er schießt auf dich, ne? Macht ja, dir den Dollschaden. Er schießt auf mich, er schießt auf mich. Wir haben ihn besiegt. Tö. Da siehst du jetzt dieses viereckige kleine Ding. Ist halt jetzt der Cargo, also das, wie heißt das, eine Kapsel, wenn das gibt's bei Missionen oder nee, ist halt, kein viereckiges kleines Ding. Oder meinst du, warte, lass mich hinfliegen bitte. Ah, da, das, warte mal. Lass mich eben hinfliegen, ich will mir das mal anschauen. Ich hab's erbeutet, jetzt ist es kaputt gegangen. Oh. Jetzt zerstören wir hier mal diesen Silo, Gas Storage Silo. Das ist immer, da kriegt man auch schöne Sachen raus. Feuer! Irgendwie triffst du, machst du dem Schaden? Nö, der hat Nein gesagt. Irgendwie nicht, ne? Das ist schade. Er mag mich nicht. Wie weit bist du von ihm entfernt? 15 Kilometer, also genau die beste Reichweite. Das ist natürlich ärgerlich, denn wenn er keinen Schaden macht. Oh. Schieße ich eben mal darauf. Ja, Mann, es gibt halt nicht alles ist verfügbar oder kaputt machbar. Ich will aber kaputt machen. Gut, wo geht's hin, Chef? Wieso Chef? Wieso nenne ich dich eigentlich Chef? Bin der Chef. Fütz. Das mit X, das war wohl nix. Ah, vermutlich. Ja, dann teleportieren wir uns mal zurück, ne? Dann teleportieren wir uns also zurück. Dann gehen wir mal auf Map. Dann machen wir das so, dass wir jetzt so nach Abratz gehen wir zurück. Müssen wir ja. Kurs setzen, Autopilot an. Autopilot fliegst ja langsamer, ne?
Ja, aber es ist der Autopilot. Weil du halt ein paar hundert Meter vorm Ziel oder ein paar Kilometer vorm Umsprungtor dann halt immer ankommst und dann fliegt er erst ganz langsam dahin. Stell dich nicht so an. Oh, guck mal, die Marienkäfer sind schon weniger geworden. Wieso hast du so viele Marienkäfer bei dir? Weil es jetzt draußen kalt wird und weil es bei mir im Zimmer warm ist, weil mein PC drin steht und der pumpt ordentlich warme Luft. Deshalb kriechen die alle bei mir ins Zimmer rein. Dann habe ich bald wieder gelbe Suppe auf dem Boden. Ja, das ist ja ganz schön komisch, ey. Die wollen sich bei dir im Zimmer verstecken. Freiwillig, in mein Zimmer. Eine Muffbude will man auch nicht sitzen, ne? Ich sitze hier schon selber gar nicht gerne. Andocken. Tja. Wie du bist schon da. Ich muss erst noch springen. So. Ich glaube, die ersten paar Folgen habe ich jetzt schon, ne? Ersten zwei. Halbe Stunde nehmen wir bestimmt schon auf. Ja. Ah, 20 Minuten, ne? Nicht halbe Stunde, 20 Minuten. Da muss ich ja noch ein bisschen. Kannst ja 5 Minuten Folge machen. 5 Minuten ist gut, da werde ich beliebt mit. Wenn ich 3 Stück am Tag hochlade. Dann geben wir es mal dem guten Mann. Ja, Und das macht ihn dann abschließen. sehr glücklich. Da haben wir das Dingens. Das müsste so wieder gelben, mehr Geld Pilot. haben. Ich hab jetzt aber. Dope. Wie viel hast du. Wie viel haben wir dafür bekommen insgesamt? 150.000 oder so. Ja, 150.000, gut. Ja, dann habe ich jetzt mehr Geld. Dann habe ich das noch nicht realisiert. Weil das dann so wenig ist, Ja, weißt das ist hier auch wieder mähnig. Jetzt sollen wir. Beschaffen Sie die Waren. du? Dann machen wir noch eine Mission und Sammeln dann Sie beenden wir die die Session. AIMEDS ein und kehren die zum Agenten zurück. Akzeptieren, okay. Super. Vielleicht müssen wir uns echt mal stärkere Sachen zulegen. Hier, schwerere. Jo, ich kann auf jeden Fall noch zwei Kanonen an mein Schiff dranhauen. Ja, das Dann hätte bringt ich den. das. Ich weiß nicht, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir aber nicht. Wir müssen einfach mal ein Low-Sec gehen und dann mal Stufe 1 Mission machen. Weil Stufe 2 Missionen im High-Sec sind einfach auch zu schwer für uns. Alter, ist zu heavy, Mann. Er ist echt heftig. Das ist richtig heftig, Mann, ey. So, dann könnten wir eigentlich machen. Was machen wir jetzt? Wir holen noch mal oder wir transportieren kurz AIMEDS. Du musst jetzt nach. Wohin müssen wir uns warpen? Das ist eine gute Frage, ne? Ah ne, wir können es hier, das ist hier direkt, wir müssen hier zu einer Position warpen, also warpen hinterher. Ja, weil der warp doch erstmal weg. Ist genau in Schussreichweite. Niemals, ich bin weg. Noch nicht. Jetzt bist du weg. Dann mache ich mal hier zu Mitglied warpen. Immer wenn du wegwarpst und ich vorher gemacht habe, in Reichweite bleiben, warp ich dann automatisch hinterher? Weiß nicht, muss mal probieren. Dann probieren wir das gleich mal. Oh, hier sind ja schon wieder. Oh, da müssen wir ein bisschen weiter gehen. Oh, hier sind Silos. Hier können wir hoffentlich mal was zerstören. Yay, aber lass mir was über. Ja, doch, der Gegner ist ein bisschen weiter weg. Puff. Du hast Puff gesagt. Ja, hat Puff gemacht. Dreizehnjährige würden jetzt lachen. Oh, sie schießen mit Raketen. Oho. Ist jetzt mal drinne. Menschenskinders, ja, Moment. Bin gleich da. So, noch 1 Million Kilometer. Nee. Noch ein bisschen mehr. 3 Millionen sind's. Jetzt sind es eine, jetzt sind es 500.000, jetzt 100.000. Oh, das tut doch Oh. echt, der macht auch gut Schaden mit seinen Kanonen. Palim, palim. Zack. Feuern. Volles Fund. Ich würde ja auch mal gern was haben.
Au. Ziel aufschalten. Wir waren nicht die Raketen. Und in Reichweite halten. 15 Kilometer und 3, 2, 1. Ey, du Doofi! Ich wollte gerade drauf. Du bist blöd, ganz ehrlich. Ich glaub, hier, die Wracks haben jetzt alle was Intus. Du hast auch was Intus. Dann fliegen wir da jetzt hin und danach zerschießen wir die Silos. Hoffentlich können die zerstören. Die können wir zerstören. Nein, das kann doch nicht angehen. Die will die nicht kaputt machen. Wieso können wir die nicht kaputt machen? Ich weiß es nicht. Das ist doch doof. Das sind diese tollen Effekte. Dieses. Ja, das macht dann weg. Es macht weg. Oh, hier gibt es so schöne Sachen. Ich nehme das untere Wrack, du nimmst das obere, also das hintere. Boah, als hätten wir es abgesprochen.